Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Conor McGregor ist bereit, in der Kampfvorbereitung alles zu geben und wirklich ein neues Mindset aufzustellen, sich zu verbessern und auf jeden Fall auch mit neuen Leuten zu trainieren. Gerade ist Conor McGregor immer mal wieder am Pendeln zwischen Dubai und Irland. Dort ist er halt am Trainieren, am Boxen immer noch. Haben wir noch nicht gesehen, dass er irgendwie Kicks gefeuert hat oder sonst irgendwas. Box, Sparring hat er jetzt schon mehrmals gemacht, aber Hamza Chimaev hatte damals ein Angebot gestellt, dass er noch gerne nach Stockholm oder nach Spanien oder wohin auch immer kommen kann, um mit ihm, um seinem Team zu trainieren, um sich zu verbessern, um deutlich zu zeigen, dass Conor McGregor bei dem Team von Hamza Chimaev mit Darren Till und viel, viel mehr einfach eine ordentliche Verbesserung in seinem Ground Game auch, in seinem ganzen Game einfach nochmal holen kann, neue Eindrücke mit neuen Trainern sammeln kann. Denn Conor McGregor wird schon sehr, sehr lange vorhergesagt, dass er einfach nur mit Leuten trainiert, die schlecht für ihn sind, die einfach nur Ja-Sager um ihn herum sind, die ihn gar nicht richtig fördern, die ihn sozusagen das Training bestimmen lassen. Kein harter Trainer, der irgendwie ja darauf achtet, dass Conor McGregor richtig, richtig hart trainiert, sondern Conor McGregor bestimmt seinen Pace, Conor McGregor bestimmt seine Trainingsintensität und. Und jetzt hat Conor McGregor darauf reagiert, und zwar mit einem Video, ja, was er gemacht hat in, ich glaube, Dubai, so sieht es aus, aber weiß man nicht ganz genau, mit einem Tschetschener, ja, wo er gesagt hat, let's go Tschetschenia, ja, und da hat Hamza Chimaev darauf reagiert, wo er sagte, let's go, und das ist eine Anspielung darauf, dass die beiden sich bald treffen, dass die beiden miteinander trainieren und, ja, dass die beiden jetzt endlich auf diese Art und Weise halt zusammenkommen. Mega, mega nice. Würde ich mir persönlich richtig gut vorstellen können. Hamza Chimaev muss sich seit seinem letzten Kampf auch ordentlich fassen und muss sein Ego ein bisschen beiseite schaffen. Ich denke, Conor McGregor hätte da vielleicht auch einen guten Rat für ihn, hätte vielleicht auch auf jeden Fall Tipps in Bezug auf das Mindset, wie er vielleicht damals war. Ja, weil Hamza Chimaev jung und aufstrebend ist und Conor McGregor war schon in dieser Phase. Jetzt sieht es halt ganz anders aus, aber guckt euch selber kurz an, was Conor McGregor da gesagt hat. Let's go Chechnya! Yeah! Oi, oi, oi. Insofern muss man einfach sagen, hey, die beiden würden gut zusammen matchen, es wäre auch ein sympathisches Duo. Ich denke, das würde auch unnormal durch die Decke gehen und richtig, richtig viele Klicks machen und Leute würden es halt mega feiern, wenn die beiden endlich zusammen trainieren würden. Hamza Chimaev trainiert momentan in Spanien, da ist ein neues All-Star-Gym aufgebaut, da habe ich später auch noch eine interessante Theorie, ein sehr, sehr gutes Video, was ich für euch vorbereiten werde, in Bezug auf das Training von Hamza Chimaev, auf seine Zukunft, denn da ist auch einiges passiert, was jetzt momentan für ihn in der Kritik steht, worüber ich mit euch gerne reden will. Schreibt mal eure Meinung zu diesem ganzen Thema noch mal gerne in die Kommentare. Was denkt ihr über das Ganze? Glaubt ihr, die beiden werden zusammen trainieren oder nicht? Ja, das ist auf jeden Fall eine starke Anspielung an Hamza Chimaev. Das wär's mit dem Video, Freunde. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.